Rückspiel im Europapokal, Rollhockey, Erstrundenspiel, IGR Remscheid gegen Herne Bay United. Die IGR Remscheid reist mit einer 11:4 Führung im Rücken nach England und will den Einzug in die zweite Runde perfekt machen. Lukassen und Hages, die auch im Hinspiel schon dabei waren, gingen angeschlagen in die Partie, konnten jedoch von Beginn an auf der Platte stehen, sodass Trainer Andreas Reinhardt auf seine beste Startformation zurückgreifen kann. Beim Gastgeber aus England im Vergleich zum Hinspiel 4 komplett neue Spieler, die nicht mit nach Remscheid gereist waren, auf dem Feld, sodass sich am Anfang eine offene Partie entwickelte. Die mitgereisten Anhänger aus Remscheid waren tatkräftig dabei. Zum Einlauf der Mannschaften gab es eine kleine Choreo und Riesenstimmung unter den mitgereisten Remscheidern. Schon früh in der Partie gibt es den ersten direkten für Herne Bay, doch Moritz Kreidewolf, gewohnt stark, kann ihn entschärfen, es bleibt beim 0:0. Remscheid versucht die Kontrolle über das Spiel zu bekommen, was in der Anfangsphase nicht direkt gelingen kann. Es ist eine ausgeglichene Partie. In der 8. Minute ist es dann der international erfahrene Kapitän Yannick Peinke, der zum 1:0 treffen kann. In der Folge zeigt sich ein ähnliches Bild wie im Hinspiel vor 14 Tagen. Chancen en masse für die IGR, so ist es. Erst Robin Seelbach und dann Daniel Leandro, die hier beide den Pfosten treffen. Ehe Yannick Peinke 5 Minuten vor der Pause dann noch die Latte trifft. Das Aluminium also gut geprüft. Luis Hages ist es dann schließlich, der den Ball endlich im Tor unterbringen kann und Remscheid erhöht auf 2:0, was gleichzeitig auch der Pausenstand ist. Sie sind Kunde der Stadtsparkasse Remscheid. Das ist gut. Gut für Remscheid, gut für Sie und gut für uns. Mit Ihrer Hilfe konnten wir 2013 wieder 500.000 Euro für gemeinnützige Zwecke in Remscheid zur Verfügung stellen. Sparkasse. Gut für Remscheid. Mit einer beruhigenden Führung im Rücken also können die Blau-Weißen aufspielen und wollen auch von Beginn an zeigen, dass sie nicht darauf bedacht sind, das hier einfach so runterzuspielen. Robin Seelbach ist es, der kurz nach der Pause die Weichen auf Runde 2 stellt. Er erhöht auf 3:0. IGR-Trainer Andreas Reinhardt konnte jetzt munter durchwechseln, sodass sich die Reise für alle Beteiligten lohnen sollte. Die jungen Spieler können internationale Luft schnuppern und Erfahrung sammeln. So verliert das Spiel natürlich auch ein bisschen an Tempo, Geschwindigkeit, die Passsicherheit ist nicht immer da. Die IGR tut sich jetzt etwas schwer und wie schon letzte Woche in Falkenswart müssen sie zusehen, dass sie die Teamfoulgrenze nicht erreichen. 10 Minuten vor dem Ende stehen sie bei 7 Teamfouls, wogegen Herne Bay gerade bei 3 Teamfouls steht. 5 Minuten vor dem Ende können die Gastgeber dann doch noch den Anschlusstreffer erzielen. Es steht nur noch 1:3. Die Partie wird jetzt, warum auch immer, nochmal etwas ruppiger. So dass hier gleich 2 Spieler die blaue Karte besehen. Henkels ist es, der für die Remscheider vom Feld muss. 4 Minuten vor dem Ende dann noch einmal Penalty für die Engländer, der erfolgreich verwandelt wird, nur noch 2:3. Das jedoch tut den Feierlichkeiten der mitgereisten Remscheider Fans und auch der Mannschaft keinen Abbruch. Die Remscheider schaukeln das Ergebnis über die Zeit, siegen auch im Rückspiel mit 3:2. So dass es am Ende eine deutliche Geschichte ist. Es geht in die zweite Runde, wo sie jetzt eine schöne Partie gegen die spanische Mannschaft Reus zu erwarten haben.